Guck mal, hier ist sogar das Zeichen für den Laden, na? Ich hab's aber mal wieder nicht gesehen. Verdammt! Na also, wird doch was! Okay. Ich weiß nicht, Mandy, sie gibt uns eine Quest dafür. Dann wünsche ich mal viel Spaß in der Stadt. Wenn möglich. Okay. Tonischer Wein ist besser als ein tyvianisches Gefängnis. Und lieber gristolischer Tripper als morleische Gicht. Von mir aus. Nihihi. Was ist denn jetzt los? Keine Ahnung, wollen wir direkt wegrennen. Wir haben ja nicht mal böse Absichten gehabt. Aber wenn wir jetzt schon mal dabei sind. Wollt ihr wieder irgendwelche Sachen von mir zurückhalten? Irgendwelche Artefakte? Ich dachte, ich hätte... Wollt er jetzt wachen? Hey! Scheiße nochmal! Und wo bitte willst du hin? Das hier ist dein Ende! Ich hab meine Streifen nicht am Stieß verletzt! Sie ist nicht da, wo du hingehst! Die alte Snitch hat jetzt echt die Wachen geholt? Ich kann's nicht fassen! Der hat jetzt einfach die Wachen geholt? Du elender Kacksack! Nee, du bleibst schön hier. Du Elender. Nee, du genauso. Nein, du bleibst genauso hier. Ich glaube, ihr spinnt. Ihr Elenden. Wollt ihr mich einmal verpetzen? Also, beide auch noch so. Ist ja fürchterlich. Also... Die Leute von heutzutage, nein, Leute von heute. Kein Verlass mal drauf, dass sie einfach mal ihre Schnuss halten. Welches ist das? Ich nehme ja nicht mal all seine Sachen mit, weil ich schon so viele Sachen habe. Guck mal, es kann alles behalten. Ich nehme nur so ein, zwei Sachen mit. Wie kann man denn so unhöflich und undankbar sein? Ich kann es nicht fassen. Deswegen mag dich niemand, Mr. Schnösel-Ladenbesitzer. Ich habe nur drei Sachen genommen. Ich hol morgen Zigarren. Willst du eine kaufen? So. Da, bin dabei. Oh, Musik. Warum stöhnt die da so rum? Ihr Gesicht ist bedeckt. Angst, dass man sie erkennen könnte? Ja. Warum stöhnst du so? Wollen Sie einen Rat? Investieren Sie in Verschiffung. So ist meine Familie reich geworden. Noch ein Jahr, dann bin ich doppelt so reich. Dann geht es nach Tyvia. Spielen später Würfel. Auch Lust? Klar! Lang niemanden mehr einladen können. Ruhe da jetzt. Geil. Ich liebe Live-Musik. Nice. Love it. Okay. Wir können jetzt mal hier oben weiter. Haben wir hier schon drin? Sicher. Huch. Geht das wieder los? Ich sehe sowas doch immer nicht. Das ist gemein. Bosses beware. And with good we multiply. Vielleicht weiß sie Rat? Hm. Ich meine, da oben ist noch was. Bring
Brief von Petronilla. Allison, ich bringe meinen Cousin, der seit zwei Tagen einen bösen Husten hat, etwas Hexenfischbrühe vorbei. Du hast ja deinen eigenen Schlüssel, falls du übernachten musst. Du bist immer willkommen. Sei nur so lieb und leg deine schmutzigen Stiefel nicht aufs Bett. Ich bin morgen früh zurück. Bring dir Gebäck mit. Petronilla Witherspoon. Whoever that is. Ich meine, wir können die Tür einfach eintreten. How about that? Tut mir dann sehr leid um ihre Tür, aber... Zerstörbare Tür! Okay. Wir müssen zu härteren Mitteln greifen. Wenn ich hören will. Wir wissen halt nicht, was für wichtige Informationen hier zurückgehalten werden. Gute Nachricht ist, es wird erstmal niemand mehr einen Schlüssel brauchen. Das ist ja auch erstmal entspannt, oder? Wenn man immer so... Wie oft seid ihr aus der Haustür rausgegangen und habt euch gedacht, oh Gott, habe ich jetzt auch meinen Schlüssel dabei? Weil Schlüsseldienst, ihr wisst, ist richtig teuer. Und ich finde, ich habe denen jetzt einen Dienst getan. Damit. Ich wünsche nur, ich hätte einen Schuh, den ich noch aufs Bett schmeißen darf. Meint ihr, das war die Alte da unten? Oh, die hätte mir bestimmt ausrauben können. Die hätte bestimmt viel Geld dabei gehabt. Was sagt denn eigentlich hier so? Wie? Das ist ja quasi um die Ecke. Hier los. Notizen einer alten Artefaktschnitzerin. Zehnte des Regens. Ich habe eine tote Matrosin auf der Straße gefunden. Ich schleifte sie in eine Gasse, um sie zu durchsuchen. Ich weiß nicht, wie sie gestorben ist, aber Diebe waren es nicht, der ihre Taschen voller Münzen und anderen Dingen waren. Das Beste waren zwei Walknochen. Ich habe darauf geachtet, dass ich sie schön mit ihrem Blut getränkt habe, so wie es mir meine Mutter gezeigt hat, als sie das schwarze Knochenartefakt vor mir besaß. 12. Tag des Regens. Ich habe das schwarze Artefakt herausgeholt und den Hals gehängt, sodass es zwischen meinen Brüsten hängt. Ich habe begonnen, einen der Wahlknochen der Matrosin zu schnitzen. Er wartet schon ungeduldig darauf. Zu ungeduldig. Also spreche ich mit ihm. Beruhige ihn. Du musst geduldig sein, sage ich. 13. Tag des Regens. Nachdem sich der Wahlknochen beruhigt hatte, schnitzte ich eine verfluchte, runde Seite und dann eine süße Versuchung auf die andere Seite. Das hat ziemlich lang gedauert. Durch das schwarze Artefakt meiner Mutter klappte das alles. Es wurde durch die Berührung warm und sang, während ich arbeitete. Dieses neue Stück Wahlknochen ist wirklich was Besonderes. Stark, wird einen guten Preis bei meinem Straßenboss oder Schmuggler einbringen. 15. Tag des Regens. Mein kleines Artefakt ist fertig. Es wird einem Spieler trunken vor Glück machen. Jedes Mal ein Sieger, aber jede Nacht an den Tischen wird Spuren hinterlassen. Die Augen werden langsam milchig, bis sie ganz weiß sind, wie hart gekochte Eier. Oh. Ekelhaft. Oh, Outsider! Jetzt bist du wieder unter deinesgleichen, den Adligen und ihren Speichelleckern. Fühlst du dich jetzt wohler, Majestät? Ey, warum so gemein? Sollen diese Menschen ein Viertel deines Kaiserreichs beherrschen? Es hat dich scheinbar nie interessiert. Vielleicht ist es aus nächster Nähe anders. Hier kannst du nicht ignorieren, wie das gemeine Volk sein Dasein fristet. Wie dem auch sei, ich weiß, was du suchst. Aber das Herz kann nur eine Seele fassen. Also, wenn du einen Teil von Delilah mitnehmen willst, musst du bereit sein, etwas zurückzulassen. Oha, okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, muss ich sagen, dass wir einen Preis dafür zahlen müssen. Davon bin ich jetzt nicht ausgegangen. Scheiße.
Die Alte ist doch komplett im Arsch, oder? Die hat gar nichts zum Beklauen. Wenn einer aus der... Oh, meine Augen brennen. In dieser harten Welt bist du allein. Ja, das sagst du mir immer, Mama. Das sagst du mir häufiger, Mutti. Sind wir vielleicht da über das Dach? Wir probieren es mal da. Oh. Schönes Glas hier. Ich hasse diese Scheinwerfer so sehr. Ich fühle mich so verfolgt. The fuck? Nein, nein, nein! Mama hatte recht. Ich hätte als Ingenieur im Korridor einsteigen sollen. Sieht mich. Ich bin hier. Und doch nicht hier, wenn du mich rufst. Da war eine Frau, die nur einen Scherz machen wollte, glaube ich. Er wurde wütend und schlug sie. Ich schaue mich hier um. Alright. Das hier wäre erstmal ausgeschaltet. Ich weiß aber immer noch nicht, wie wir zu der Rune kommen. Die ist irgendwo unter uns. Ja, vielleicht von der anderen Seite hier dann da rein? Nee. Oh nee, und jetzt kommen wir doch. Wir kommen hier wieder hoch. Was hier durch die Wand? Oh. Das ist nicht gut. Aber hier kamen wir doch rein. Ah, guck mal, hier ist noch was. Nach Rattendreck. Ja, und jetzt sind wir wieder hier. Das ist auch nicht das Rätsels Lösung. Naja, wenn es so anstrengend ist, dann skippen wir es. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht, wie wir es machen sollen. Ach, das war tatsächlich hier oben dann. Ja, das war so meine andere Idee noch, wo, wie man rankommen könnte, aber dann gibt's einfach keine mehr. Direkt hier unter uns. Seltsam. Hier der Eingang. Aber waren wir nicht schon hier? Was
Viecher. Dann sind wir jetzt aber auch ganz schön überrumpelt. Wir haben aber alle weg, oder? Eieiei. Puh. Dem hätte ich nicht damit gerechnet, dass hier so ein Lump ist. Und da ist die Rune. Eieieiei. Bewunderer Doubts. Lieber Alfred, ich habe das Buch erhalten. Ein guter Fund. Aber ich habe ehrlich gesagt Zweifel an seinem historischen Wert. Das Messer von Dunwell soll den Mord an der Tyrannin Jessamine bereut haben? Tyrannin? Ich sehe mir gleich sein Porträt an. Ich vermute, Doubt wusste, dass das Schicksal seine Hand führte. Fest und unnachgiebig. Das Buch war dennoch unterhaltsam zu lesen, also noch einmal danke. Schicke mir weiterhin alles, was du über diese mysteriöse Person herausfindest, die wir beide so bewundern. Dein Freund Claudio. Okay. Das Messer von Dunwell. Auszug aus einem Groschenroman, Roman Kapitel 3. Doubt starrte auf die Klinge. Der Plan war perfekt aufgegangen, sogar besser als erhofft. Genau genommen war die ganze Sache viel zu einfach gewesen, aber jetzt war es vorbei. Es würde sich leeren und es gab nichts auf der Welt, was ihn wieder erfüllen konnte. Er wusste es mit einer Sicherheit, die ihm Angst machte. Billy rief aus dem Nebenzimmer rüber, Boss, lass mich. Dann schob er die Tür zu, noch bevor sie etwas erwidern konnte. Er vertraute ihr mehr als sonst jemandem, doch es war ihm nicht nach Reden zumute. Während er das Blut von der Klinge wischte, betrachtete er die Flecken, die es auf dem Stoff hinterließ. Es war königliches Blut, doch es sah genauso aus wie immer. Sollte durch die Adern der Hohen und Mächtigen nicht etwas anderes fließen? Etwas Besseres? Doubt fühlte sich müde. Kein Blut der Welt konnte das ändern. Er trank grundsätzlich nicht und das Liebesspiel hatte ihn noch nie interessiert. Er fühlte sich auf eine Art und Weise erschöpft, von der er sich nicht so leicht erholen würde. Und da war auch noch etwas anderes. Was war das für ein Gefühl? Er hatte Jessamine Cordwyn in die Augen geblickt, als sie starb, und in diesem Moment kam ihm ein Gedanke. Er hatte einen Fehler begangen. Er war in die Irre geleitet worden. Doch solche Gedanken waren sinnlos. Sie war tot, ob es ihm leid tat oder nicht. Aber er hatte in ihren Augen sein wahres Gesicht gesehen. Sein wahres Ich. Keinen berüchtigten Attentäter. Keinen großen Einflussnehmer auf den Lauf der Geschichte. Nur einen weiteren Spielstein in einem unbekannten Spiel. Eieieiei. Das ist eine coole Geschichte. I like that. Man weiß natürlich nicht, ne? Was ist Fiktion? Wie viel darf man da ernst nehmen? Aber ja. Hier muss ich gucken. Ja, die scheinen ja drin zu sein, die beiden. Keine Lust auf Türmchen. Wir sind so anstrengend. Na, das ist ein bisschen weit. Das stimmt schon. Aber vielleicht... Ah, nee, auf die Schienen dürfen wir nicht. Mit dem Baum als Zwischending. Wo sind wir denn hier? Ein Brief an Lucifer Pastas Mutter. Oh, hier wohnt sie. Mutter, hör zu. Sei mir nicht böse. Ich weiß, dass du in meine Wohnung kommst und aufräumst. Du meinst es sicher gut, aber bitte hör auf damit. Ich habe beschlossen, in den Staubbezirk zu ziehen. Damit bin ich näher an denen, die meine Hilfe brauchen. Und auch aus anderen Gründen, aber die erwähne ich nun nicht. Du würdest dich nur aufregen. Ich glaube jedenfalls nicht, dass ich je in den Palastbezirk zurückkehren werde. Ich lasse meine Wohnung verkaufen, zusammen mit den Möbeln. Ich weiß, du wolltest etwas anderes für mich, aber so bin ich nun einmal. Und vergeude nicht mehr deine Zeit, um mir einen Mann zu suchen. Ich will nicht heiraten. Ich meine das alles nicht böse. Versuche bitte, mich zu verstehen. In Liebe, Lucia. Ja. Sie ist also von besserer Geburt. Aber
Das hatten wir schon gelesen. Und setzt sich für die ein, denen es schlechter geht. Und die Mutter scheint nicht so das Verständnis dafür zu haben. Noch ein Artefakt. So, und hier haben wir also diese krasse Lichtwand, die wir noch ausschalten müssen. Zum Großpalast. Ja, das sieht ja erstmal sehr unspektakulär aus. Wo ist das andere Knochenartefakt? Da. Wo komme ich denn da hin? Müssen wir uns, glaube ich, nochmal von ein bisschen Abstand angucken. Ah, da unten ist einfach ein Hauseingang. Aber da unten ist doch relativ viel los, aber es sieht aus, als würden hier Heuler rumrennen. Hey! Oh, Tag! Ich lesen kann? Klar! Ja! Nennt er mich für blöd? Ich kenne meine Buchstaben und ein paar mehr. Langweil ich nun um. Ich hab ein bisschen Angst, dass ich hier wieder nicht durchschießen darf. Eine Leiche? Keine Leiche, der schläft nur. Was? Der schläft nur. Haben wir jetzt noch das Knochenartefakt oder dann schauen wir mal, was da Sache ist. Die schlafen nur, alles gut. Wohnungszugriff. Mr. Maletto, auf Befehl des Herzogs Lucas Abela. Aufgrund dringender Sicherheitsmaßnahmen für alle Gebäude mit Balkon. Ah ja. Das ist seine Wohnung also. Das ist einfach nur die Notiz nochmal. Ach komm schon. Oh no, wir waren doch im Laden. Ah, aber das ist doch unser Weg in die Freiheit. Jetzt müssen wir einen anderen Weg finden. Aber er hat einen Knochenartefakt bei sich dran. Was hätten wir denn? Wir sind doch durch den ganzen Laden durchgegangen. Huch. Ja. Kommt der jetzt hier hoch? Ich frag mich, wer das war. Ich sehe doch keine Gespenster. Doch. Oh. Guck mal, wie weit der jetzt hier hochkommt. Los, ich hab keine Zeit für Spielchen. Bis hierhin. Es waren nur die Ratten. Oh, guck mal, was haben wir denn hier? Fast sicher, dass hier was war. Nächstes Mal. Die Lichtwand eigentlich schon ausgeschaltet, indem wir da oben das Rad ausgeschaltet haben. Wenn wir jetzt hier durch können, let's go. Ich würde halt jetzt ungern den ganzen Weg nochmal zurück zum zu der Wohnung. Der Großpalast, der selbstsüchtige und korrupte Herzog Luca Abele, herrscht über Serkonos und hat einen Staatsstreich gegen dich organisiert.
betritt den Großpalast, um den Herzog, der sich gegen Attentate mit einem Doppelgänger schützt, zu finden und zu eliminieren. Außerdem musste Delilahs Geist finden, die einzige Möglichkeit, ihrer Unsterblichkeit entgegenzuwirken. Werden wir zum ersten Mal jemanden richtig töten müssen, weil bis jetzt konnten wir sie einfach nur emotional zerstören. Ja, und ob? Ich habe die Antwort auf mein Versetzungsgesuch bekommen. Abgelehnt. Du musst das Positive sehen. Warum? Wie? Oh, ich war nicht am Schleichen. Huch. War nicht extra. Ich frag mich, was das wohl war. Ich frag mich, wer das war. Da stimmt was nicht. Ich hätte gerne aber noch den Rest der Geschichte gewusst. Huch! Deswegen nie eine krasse Waffe ausrüsten. Immer schön sneaky sein. Herzog veranstaltet Feier zur Amtseinführung. Vor einigen Nächten fand im Großpalast als Zeichen Unterstützung durch alle Sarkonia. Ja, da höre ich aber andere Geschichten. Eine extravagante Amtseinführungszeremonie für Kaiserin Delilah Cordwyn statt. Gäste der Veranstaltung sagten, die Feierlichkeiten wären auch ohne die Anwesenheit der Kaiserin, die ihren offiziellen Pflichten in Dunwall nachging, ein voller Erfolg gewesen. An ihrer Stelle zierte eine überlebensgroße silberne Statue die Zeremonie. Kein Wunder, da der stets großzügige und voller Überraschung steckende Herzog Abela auch gern als der fröhliche Herzog bekannt sein möchte. Wenn seine Stadt vor die Hunde geht. Der Großpalast fügte hinzu, dass die absurden Gerüchte über unsere Gesandten, die aus einem Dunwall Tower mit seltsamen Zeichen auf ihren Gesichtern nach Kanaka zurückkehrten und Kauderwelsch wie aus einer toten Sprache reden, absoluter und vollkommen unbegründeter Humbug sind. Humbug. Was wird das denn jetzt für eine Aktion?